Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Minecraft. Es geht weiter in Liberty. Allerdings fragt mich nicht, Leute, wie es passiert ist. Ich habe keine Ahnung. Ich wollte mir die Map ein bisschen angucken, habe dann extra auf dem Backup der Map gespielt. Danach habe ich dieses Backup gelöscht. Fragt mich nicht. Ich habe irgendwie die Originalmap dann gelöscht, auf der ich gespielt habe. Daher habe ich zum Beispiel jetzt mein Inventar nicht mehr. Ich habe mir ein Schwert jetzt durch Suchen nochmal geholt. So, und hier in diesem Bilderrahmen gab es dieses Buch. Das heißt, ich enchante jetzt erstmal das Schwert. Wie geht denn das? Oh, es geht nur auf dem Anvil, ne? Ah, supi. Ja gut, dann behalten wir das erstmal im Inventar. Und ich habe dabei noch zufälligerweise hier dieses Secret entdeckt. Naja, wir spielen auf jeden Fall die Map jetzt weiter. Es geht weiter auch in der Hölle. Ich habe alles ausprobiert. Ich habe jetzt sozusagen, also wundert euch bitte nicht, wenn hier unten zum Beispiel hier ein wenig kaputt ist. Wie ihr seht, ich musste mich da ein bisschen hier vorarbeiten, weil ich sonst anders gar nicht klargekommen werde. Und jetzt stecke ich hier fest. Auch wieder komplett genial von mir, ne? So, aber wir wissen uns ja zu helfen. Alles klar, und dann würde ich sagen, beginnen wir jetzt einfach mal mit der Arbeit. Da ist übrigens noch so ein Enchantment-Block. Ich habe darauf gar nicht geachtet. Und ja, wir setzen uns jetzt einfach ganz normal fort. Nur wundert euch bitte nicht, warum mein Inventar fehlt. Hier war ein Streichholz drin, womit ich das Netherportal aktiviert habe. Hinter dem Netherportal ist übrigens noch eine Kiste. Ich weiß nicht, ob ich die noch im letzten Video geöffnet habe. Ich glaube sogar ja. Das ist nämlich jetzt auch schon wieder eine Zeit lang her. Und da wären wir in der langwierigen Nether. So, das wird jetzt natürlich etwas länger, weil ich mir die einmal grob angeschaut habe und weiß, was da ungefähr auf mich zukommt. Weiß es aber auch irgendwie nicht. Also, let's get started. So. Hier ist sich nichts. Und wenn ich jetzt schon direkt hier faile, dann na, wisst ihr, was ihr von mir habt. Okay, jetzt wäre ich wirklich fast gefailed. Ja, wo geht's denn jetzt entlang? Da hinten kann ich einen Eisengolem bauen. Hier scheinen wieder ein paar Secrets zu sein. Okay. Wir müssen natürlich höllisch aufpassen. Höllisch. Toll. Guck mal. Gleich ein Secret gefunden. Oh, das hat sich ja sogar gelohnt. Ja, ich bin ein wenig erkältet. Aber das hält ja ein Let's Player meistens davon nicht ab. Obwohl, das ist ja auch mal eine Frage, die man ja mal zur Debatte stellen könnte. Bin ich jetzt ein Let's Player oder eher nicht? Ne? Da ist ein Knopf. Ich weiß jetzt nicht, ob das was gebracht hat. Oder beziehungsweise was das gebracht hat. Keine Ahnung. Dann gehen wir mal den normalen Weg weiter. Wir sind immer noch in der Map Liberty, für alle, die dies nicht wissen und erst gerade zuschauen. Dass es hier so laggt, liegt an der ganzen Lava und vielleicht schalte ich die Partikel, die sind schon auf Minimal, Smooth-Leitung schalte ich auf Minimum. Tut mir echt leid, aber ich frage mich auch, ich weiß nicht, ob das jetzt an dieser Map liegt, aber in der Nether laggt es hier extrem stark. Das heißt, ärgert euch nicht, wenn ihr ein paar Lags im Video habt. Bei mir läuft es gerade auf 60 Frames. So, nach dem letzten Video weiß ich ja auch etwas mehr über die Map. Und zwar war zum Beispiel, wo diese Stelle, wo ja die Technik offengelegt war, war natürlich nicht absichtlich. Das war ein Ausversehen. Ich sehe eine Tripwire, über die ich drüber springe. Ja, jetzt hat es natürlich jetzt, in diesem Moment kam ein Lag. So, ich gehe aber auf Easy. Nein, ich gehe auf Normal. Solche Lags hasse ich zum Beispiel. Okay, gut, das haben wir jetzt einfach ignoriert. Pilze, ja, ich habe jetzt... Sehe ich toll. Ah, okay, das war schon zu spät. Ich bin schon drauf gegangen. Kinders, habt ihr irgendwie... Habt ihr... Ja, habt ihr. Lustig. Da seht ihr die Kiste. Da ist das hier drin. Weißt du was, das nehme ich jetzt auch mal mit. Haha. Habe ich im letzten Video auch mitgenommen, damit ich nicht so ganz schlecht vorbereitet bin. Feuerresistenz werden wir brauchen, sicherlich. Okay, jetzt bin ich gut ausgerüstet und gehe guter Dinge nochmal ins Portal. Komme dann hier in der Hölle heraus und darf wieder fortsetzen. Ui, diesmal sogar mit den Genossen. Boah, wie das laggt. Das ist, wenn sich die Chance generieren. Oh, das ist ja echt übel hier, wie das laggt. Okay, es laggt schon. Ja, und meine Frames droppen auch.
Frag mich nicht, woran das liegt. Normalerweise laggt es in der Nether nicht. Das ist irgendwie hier in dieser Map ziemlich komisch. Frag mich bitte nicht, warum. Ich habe keine Ahnung. Wir sehen auch Witherbrushes und so. Das gefällt mir natürlich alles bei weitem nicht. So. Ich würde sagen, wir sollten sogar gleich mal in der Hölle, das habe ich natürlich jetzt... Wie blöd bin ich eigentlich? Das kann doch nicht wahr sein. Meine Herren. Okay, gut. Ich würde meinen Spawnpoint am besten hier in der Hölle sitzen, sonst dann erspare ich euch ein bisschen hier das mit dem Portal. Und zwar hier. Spawnpoint. Jetzt kommt wieder der gute alte Lag. So, und wo war ich vorhin stehen geblieben? Genau, dort, wo die Technik offengelegt ist, im vorletzten oder letzten Part, da habe ich das ja festgestellt. Der Mapbauer persönlich hat geschrieben, dass das nicht beabsichtigt war, wie ich mir auch gedacht habe. Nichtsdestotrotz, das heißt jetzt nicht, dass ich der Map dadurch eine schlechtere Wertung gebe oder so. Da solltet ihr mich erkennen, ich bin da konstruktiv und nicht zerstörend in meinen Kritiken. Gibt ja genug andere Leute auf YouTube, die lieber eine zerstörende Kritik abgeben als eine konstruktive, ehrliche Kritik. So. Ein wenig Fleisch. Ein wenig XP. Und kommt nochmal was? Nein, kommt nicht. Okay, das ist dankenswerterweise freundlich von Sergius. Eine verschlossene Tür. Viele, viele Spinnenweben, die wir zerstören dürfen. Mache ich aber irgendwie nicht, weil ich das Gefühl habe, dass da nichts ist. Ein Pfeil, der mich hinweist. Das ist gut, dass wir jetzt die Pfeile haben. Könnt ihr euch gar nicht denken, wie ich durch die Hölle geirrt bin, als ich keine Pfeile hatte. Das ist echt mies. Und auch noch ein verzauberter goldener Apfel. Okay. Ich folge jetzt einfach mal den Pfeilen, weil als ich die das selber mal ein bisschen so durch die Hölle aus Spaß durchgelaufen bin, war ich nach einer Zeit ziemlich... Ja. Wie ich euch hasse, wie ich euch hasse, ihr Blazes. Geht doch einfach tot, danke. Genau. Ich glaube, dass ich hier Feuerresistenz brauche. Also... 3 Minuten ab jetzt. Yippee-ay. Okay, das ist ein wenig unrealistisch. Obwohl Minecraft ist in vielerlei Hinsichten unrealistisch. Schöner Lag gerade. Ich danke herzlich. So, jetzt geht's hier entlang. Oh, die Pfeile sind wirklich eine extreme Unterstützung. Ja, lieber Sergius, wie komme ich denn jetzt da weiter? Feuer haben wir schon mal. Das ist auch was, aber... Also wie komme ich denn jetzt hier weiter? Muss so eine Treppe sehen stehen. Der Pfeil zeigt definitiv nach da. Nur hier komme ich zum Beispiel nicht weiter. Oh doch, 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 doch. Doch. Nee. Oder doch? Oder nicht? Oder doch? Wo bin ich? Das ist, glaube ich, beabsichtigt, dass ich hier sein darf, ne? Aber Wither Skeleton ist cool. Habe ich das jetzt nur gemacht für... Wither Skeleton ist cool? Das kann ich doch nicht glauben. Muss doch noch mehr sein. Ist es aber nicht. Hier ist nichts. Okay, der Pfeil zeigt da eindeutig nach hier. Und man muss irgendwie hier vor... Nee. Nee, oh, okay, ich bin jetzt gekommen. Dann gehe ich in die andere Richtung. Böser Pfeil. Das heißt in die falsche Richtung. Okay. Okay, da wird es nachzuprüfen, mache ich jetzt nicht. Meine Fire Resistance ist in 1 Minute weg. Ich sehe voraus eine Kiste. Goldener Apfel, nochmal Fire Resistance. Okay, das ist eine ganze Menge. Das hier benutze ich mal als Waffe später. Und ja, jetzt kann ich hier hochkommen. Ich muss irgendwie nach da hinten. Okay, jetzt fühle ich mich ein wenig verloren. Ich trinke nochmal einen Drink. Oh, jetzt habe ich 8 Minuten Resistenz. Das ist schon mal sehr gut. Dann schwimmen wir nochmal durch die Lava, weil uns das ja überhaupt nichts ausmacht, durch Lava zu schwimmen. Das ist mein Hobby. Derzeit sind ja auch unsere guten Olympischen Spiele da.
sollten wir doch mal... Guck mal, da war sich jemand zu faul, einen Pfeilblock zu machen. Na gut, bei den Olympischen Spielen, da gibt es ja auch derzeit die Disziplin Lavaschwimmen. Ich finde, die sollte man auf jeden Fall aufnehmen. Ne? Wer am längsten überlebt, gewinnt. Ja, ja. So. Dann kommen wir hier durch dieses Glowstone Labyrinth. Okay. Ist das dunkel? Ist das dunkel? Ist da was? Nein. Gut, dass ich Flint and Steel dabei habe. Das ist sehr praktisch. Einen habe ich auch eigentlich. Eigentlich müsste ich zwei dabei haben, ne? Wegen... Weil ich vorhin in dem Crater weggeworfen habe. Der war ja in der Kiste drin, vorhin zum Netherportal anzünden. Das heißt, sollte ich noch Trinten Spiel brauchen? Dringend werde ich mir das noch holen. So, hier ist ein Button. Den drücke ich. Und jener sollte wahrscheinlich da oben irgendwas machen. Hat aber nicht. Gott sei Dank. In der Kiste befindet sich noch eine Potion of Fire und einen Bogen. Brauche ich alles nicht. I'm happy. So, now I press this lever. Was ist nun passiert? Es gab einen kurzen Lag gerade. Verändert hat sich nichts. Na gut. Dann gehen wir mal zurück. Wie gesagt, das ist sehr confusing in der Map. Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich sogar an der Map kritisieren würde. Aber andererseits macht das natürlich auch Spaß, die ganzen Rätsel zu finden. Aber manchmal sind dort Schalter und Knöpfe und die bewirken irgendwas, was du erstmal gar nicht verstehst. Weil der bewirkt irgendwo am anderen Arsch der Map, bewirkt er irgendwas. Keine Ahnung. Und das ist, glaube ich, das Einzige, was ich kritisieren würde. Aber ansonsten macht es mir derzeit ziemlich viel Spaß. Aber nicht nur meine Kritik ist hier gefordert, sondern auch eure Kritik. Die Bewertung der Map wird nämlich in einem Extra-Video folgen, denn ich möchte erstmal wissen, was ihr zu der Map haltet. Bitte allerdings noch nicht in diesen Part reinschreiben, aber ihr könnt natürlich, aber noch nicht. Okay, da kann ich wahrscheinlich was reinwerfen. Was werfe ich da rein? String. Okay, ich muss hier hinten mal was haben zum Werfen. Ich habe da etwas reingeworfen. Ah, Kiste, gut. Ja, toll. Was bringt's mir? Nichts. Hallo? Oh, ich versuche mal ein bisschen Licht hier hinzusetzen, damit ihr mal seht. So ein bisschen. Es ist ja ziemlich dunkel. Und in der Aufnahme ist es dann hell, aber auf YouTube später ist es dunkel. Frag mich nicht, wieso. YouTube irgendwie setzt die Qualität irgendwie runter dann und man kann es nicht sehen. Doppelnix. Jetzt wird er ja ganz lustig, wenn wir nix. Nix, gar nix. Aber da hinten sehe ich doch was. Eine Kiste und in der Kiste, was da drin ist, werden wir innerhalb von wenigen Sekunden erfahren können. Ja, noch ein goldener Apfel, noch ein wenig Fleisch. Das Fleisch, das lieben wir ja. Weil wir alle so Anti-Vegetarier sind, ne? Genau, das würde mich übrigens mal interessieren. Seid ihr eigentlich Vegetarier oder eher der richtig schöne deutsche Fleischesser? Ich für meinen Teil, ja, was bin ich? Ich bin jetzt auch nicht die Bohnenstange, aber gerne Fleisch essen tue ich auch nicht. Ich mag Geflügelfleisch sehr gerne, ja. Frisch allerdings, ne? Nicht so, ich mache mir Geflügelfleisch von der Packung offen. Lass es dann dort etwas liegen. Okay, boah, es ist confused, Kinder. Nein, wo geht's denn hier entlang? Und Kalb, würde ich auch nicht nein zu sagen. Okay, irgendwas ist jetzt gerade, irgendwie gab es jetzt gerade einen bösen Lag. Kalb würde ich auch nicht nein zu sagen. Aber so reines Fleisch, naja, ne? Ist nicht so mein Ding. Reines Fleisch. Ich mag es, wenn es so ein bisschen Gewürz ist. So, bestes Beispiel, Meckes. Ne? Meckes geht immer. So, jetzt bin ich an dieser Stelle. Ihr seht schon, was ich meine, wenn ich sage, dass diese Map etwas verwirrend ist. Vor allen Dingen in der Hölle. Die Hölle ist sehr langwierig. Oh. Und da ich an Puzzlemuckel wohne, dauert es leider auch immer lange, Parts hochzuladen. Was hat das mit der Map zu tun? Gar nichts. Oder doch schon was. Und zwar brauche ich... Also lange Parts bedeuten für mich lange PC anlassen, bis der es auf YouTube hochgeladen ist. Unsere Internetleitung. Naja. So, Fortschritt 0%.
Yippie. Es muss doch hier weitergehen. Irgendwie. Hier war der Knopf, den ich gedrückt habe. Boah, das nervt aber echt hier, dieses Gebrenne. Ich brenne. Oh! Ah! Mhm. Potion of Speed, da sage ich nicht nein zu. Gerne. Dann beschleunigen wir die Kacke hier ein bisschen. Ja, Kinders, lass mich doch mal hier hoch. Dankeschön. Ja, jetzt geht's doch auch schon deutlich schneller voran. Ein Streit mit den guten alten Freunden. Zombie-Picks möchte ich natürlich nicht anfangen. Kein Streit mit denen, bitte nicht. Gut, hier haben wir hier alles erkundet. Hier war das Doppelnix, hier war gar nichts. Nein, das merken wir uns hier nichts. Hier. Hey, wo geht es denn weiter? Hilfe! Ich muss doch jetzt hier nicht das Video abbrechen, um zu suchen, wie es weitergeht. So, von hierher kam ich. Ja, hier ist überall nichts. Halte fest. Das heißt, der einzige Weg ist hier entlang. Oh, oh, oder Moment. Nein, 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 nein. Warte mal kurz. Ich habe ja vorhin einen Lever umgelegt, einen Schalter umgelegt. Bedeutet das jetzt, dass der Schalter, den ich gerade umgelegt habe, dort hinten die Treppe ausgefahren hat? Secret-Sucherei in der Hölle. In Sergius Map. Liberty. Also ich fühle mich jetzt hier nicht Liberty, ne? Das darf ich zur Kenntnis geben. Ich fühle mich confused. Ich würde die Map eher confused nennen. So. Ist die Treppe ausgefahren? Ja, ist sie. Ah, supi, okay. Lieber Sergius, das ist natürlich Rätselarbeit. Ich hätte es cool gefunden, wenn du vielleicht noch in den Chat geschrieben hättest, irgendwie a staircase has appeared oder irgendwas in der Hinsicht. Aber gut, okay. Muss man auch selber drauf kommen, ne? wie gesagt, das wäre eine Möglichkeit, was du machen könntest, irgendwie dann im Chat einen Hinweis zu geben darauf, was passiert, wenn du auf den Knopf drückst. Oh, nee, bitte nicht nochmal. Okay, wir halten fest. Okay, Knopf, Knopf. Na, hat nichts getan, oder? I get fui, bah, spawn. Genau, jetzt kommt das hier, genau. Ich kann ja durch Türen dann einstellen, wo ich bin in der Map. Sehr gut. Oh, lag, lag. Okay, schnell wieder zurück. Oh, nee, nein. Oh, ganz, 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 ganz böse. Ganz böse. Hier ist ein Schalter. Ich glaube, ich weiß, was der Schalter macht. Ich glaube, ich weiß, was der Schalter macht. Nein, ich weiß es nicht, aber ich muss da hoch. Okay, gut. Gleiches Spielchen nochmal. Ich muss einen Weg finden, diese Treppe zu öffnen. Ich sehe dort hinten wiederum einen Schalter. Oder muss ich wieder mehrere Schalter auf einmal legen? Das kann auch sein. Die Treppe. Gut, okay. Jetzt würde ich schon hochkommen. Nichtsdestotrotz treibt es mich doch einmal hier entlang. Einfach nur mal, um zu schauen. Ah, jetzt habe ich auch nicht mehr lang den Effekt, dass ich... Boah, wie das gerade geleckt hat. Ich krieg hier Herpes. Mhm. Jupp, das hat sich mal gelohnt. So, Bräuschen für Fleisch. Boah, ich könnte das gar nicht. Ich könnte gar nicht so viel Fleisch vertilgen hier. Obwohl, Chicken würde ich gut finden, aber Schweinefleisch? Wenn es zu stark nach Fleisch schmeckt, nein. Wenn es normal schmeckt, okay. Dann ist es sich gut. Alles klar. Da muss ich entlang. Hier falle ich runter. Okay, das war idiotisch. Das war verdammt nochmal idiotisch. Hätte ich es nicht getan, würde ich jetzt nicht brennen. Herr. Und da hinten ist eine Enderkiste. Vielleicht ist da ja noch was drin, aber ich... Nein, natürlich nicht. Ich habe ja die Map zurückgesetzt. Nichts passiert. Okay. Ich geh mal hierher. Hey, was ist denn das für eine Kacke? Was soll denn das? Was soll das? Was soll das? Was soll denn das? Hallo, hallo. Hey, was ist das für eine Scheiße hier? Ja, okay. Das war gut. Das hier ist dann sozusagen eine Art Flip-Flop-Schaltung. Da vorne aktiviere ich diesen Mechanismus und hier deaktiviere ich den. Und ja, gute Idee. Ich dachte schon, das wäre auch viel zu leicht gewesen. Gute Idee, aber ich habe es überlebt. Haha. Schalter.
Okay, es geht hier weiter. Eine Treppe hat sich geöffnet. Irgendwie machen die Wände mir Angst, aber die können mir keine Angst machen. Ah, das ist auch eine coole Idee. Ganz ehrlich, gut gemacht, Sergius. Sehr gut gemacht. Aber weiter... Oh, okay. Ich halt mein Maul. Sehr gute Idee, Sergius. Sehr gut gemacht. Sowas baut Druck auf. So ein Raum, der sich langsam schließt. Sehr gute Idee. Das gibt von mir schon mal... Da kann man nochmal richtig mitarbeiten, Leute. Wenn man so einen Raum macht und da hinten ist eine Tür, dann musst du irgendwie schnell rennen und die Wände fahren dich ein. Hier ist ja nichts passiert, letzten Endes. Ne? Aber wenn du wirklich so einen Raum hast, wo wirklich deine Chance nachher verspielt wird, okay. Ne? Das ist eine geile Idee. Und ich sehe gerade, wo wir sind. Ne? Nö, sehe ich nicht. Ich dachte schon nicht. Dachte, ich kenne diese Stelle. Okay, jetzt geht's hier runter. Was haben wir hier? Nichts. Nichts. Und wieder nichts. Und, hä? WTF. Wie hat sich denn das gerade geöffnet? Okay. Wie auch immer sich das gerade geöffnet hat. Auch wieder eine sehr coole Idee. So, jo, jetzt komme ich mal vorwärts. Ich glaube, aber jetzt kommt der verwirrendste Teil. Aber gut, dass es diese Dinger hier gibt. Ich mag euch. Ihr seid mal böse, mal seid ihr nett. Ne? Vorhin sagte ich noch, ihr seid böse. Jetzt sage ich, ihr seid nett. Was passiert, wenn ich da runterfalle? Ich will es gar nicht erst ausprobieren. Ich muss es ausprobieren. Autsch. Spawn. Okay, dann safen wir mal hier. Oh, lag. Okay, es laggt ein bisschen immer, wenn wir teleportieren. Ist nicht schlimm. Kein Ding.